Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und euer Mal-Timo. Mein Freund hat sich heute endlich bereit dazu erklärt, bereit erklären lassen, mit mir etwas zu kochen. Denn wir sitzen hier in Quarantäne fest und uns ist langweilig. Und Timo hat ein Video gefunden, wo ein Tornado-Omelette gemacht wird. Und er hat tagelang von diesem Tornado-Omelette gesprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das nachzumachen. Ich habe es mir gestern mal angeschaut. Sieht eigentlich ganz easy aus, ne? So auf den ersten Blick. Ja, es sieht easy aus. Aber es ist die Kunst bei so einfachen Sachen, die perfekt zu machen. Das ist nämlich genau das Problem. Ich glaube, wir werden hart failen. Aber lass uns doch einfach mal durch das Video gehen und schauen, ob wir es hinkriegen. Definitiv nein. Okay, let's go. Mit was fangen wir an? First of all, Rice. Ja, aber was ist denn das für ein Reis? Der ist so braun. Das ist schon Gemüse. Das ist schon so mit Gemüse und... Ja, haben wir Gemüse? Ich würde den plain machen, oder? Der Einfachheit halber. Ich fange schon mal mit dem Reis an, oder? Oder willst du jetzt noch fertig schauen, das Video? Nee, lass uns erstmal Reis kochen. Dafür nehmen wir unseren Reiskocher. Oder wir nehmen den. Uncle Ben's. Aua. Ein kleines Töpfchen. Boah, ich bin so gespannt. Boah, der sieht voll geil aus. Der sieht echt übelst aus. Der riecht voll nice. Wie viel Wasser brauchen wir? 30 Milliliter. 30 nur? 30, yes. Das ist schon ein bisschen zu viel oder zu wenig, kommt schon mal auch nichts aus. Cooking Skills mal 5000. Wie viele Eier nehmen wir? Das ist jetzt halt die Frage, ne? Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele, weil wir müssen ja eigentlich damit rechnen, dass wir es erstmal verkacken. Wir haben ja 6 Stück hier, können wir da 2 theoretisch mit 3 machen und einmal 1 mit 4. Ich glaube, der Reis ist fertig. Der Reis ist fertig. Wow! Wie machen wir eigentlich die Soße? Fühlst du das nachher noch? Ich weiß nicht, wie du deine Videos strukturierst. Also eigentlich weiß ich es schon, aber... So strange, normalerweise, wenn du mit Leuten hier kochst, mit irgendwelchen Gästen, wissen die überhaupt nicht, wo die Sachen sind und warten mal, bis du ihnen Anweisungen gibst. Und ich wusel hier schon die ganze Zeit rum, zock vor mit das hier, mal Eier mal hier, zack, zack, oder was zu sagen. Kennst du dich einfach in meiner Wohnung aus? Oha, guck dir das an, du. Ist perfetto. Hier haben wir unseren Reis. Der ist sehr heiß. Was für einen Teller machen wir? Den tiefen? Nee, so einen Deluxen. Guck doch im Video, was die für einen Teller haben. Ja, so einen Teller haben sie. Nee, guck doch mal. Ein flacher Teller. Ist ein tiefer Teller, siehst du das nicht? Ja, aber der Rand ist nicht theoretisch flach, das geht ja nur hier hoch. Wenn wir den nehmen, dann... Wie wir uns einfach nie einig sind, weil was wir... Nie. Du willst hier jetzt? Stetige Kamm. Naja, okay, hier kann ja auch ein bisschen so. Ja, ja, okay. Toll. Ja. Also ich finde, der kommt dem Video ähnlicher. You won this fight. Yes. Oh! Oha, das ist richtig pretty. Oh mein Gott, das sieht schon richtig nach Kochkunst aus. Okay, Reis ist vorbereitet. Ich verquirl jetzt einfach mal, ne? Ja. Warum nimmst du nicht den Rührer? Dieser judgende Blick. Dann kannst du das mal perfekt machen, bitte. Das muss jetzt aber auch perfekt sein. So, die benutzen eine rote Soße. Ganz ehrlich, das sieht einfach aus wie Tomatenpürierte. Geschälte Tomaten. Stück. Ah, guck mal, wir nehmen einfach die stückigen Tomaten. Die wird so ähnlich. Ja, und dadurch passieren. Ach so, falls ihr zurzeit zu viel esst von Langeweile und Sport machen wollt, 12 Uhr immer auf Twitch. FSC Wanne. Go Wanne! Das war die Werbung hier. Boah, das ist halt auch extrem Danger Zone jetzt mit meinem weißen T-Shirt, aber. Ja, und jetzt noch mit dem Pürierstab. Jetzt noch schön reinpürieren da. Kochen mit Timo und Vanessa. Das macht das Leben so viel besser. Oh! Ja, so perfekt ist das hier nicht, ne? Machen wir da eigentlich ein bisschen Milch rein? Bestimmt, ne? Bei einem Omelett muss ein bisschen Milch rein. Ihr könnt auch den Milch reinmachen hier. Korean. Ding, ding, ding. Ist nicht Chinese? Ich weiß nicht, Chinese oder? Ich glaube, es ist Chinese. Aber den mache ich auch immer in Omelett rein, wenn ich... Echt? Wenn ich Fried Rice mache. Aber nur... Oh, okay. Das wird zu braun. Stimmt, das wird zu braun. Live aus dem Geschehen. Also, den Reisball haben wir schon mal vorbereitet. Sieht auch fast genauso aus. So, jetzt brauchen wir relativ viel Fett. Welche Pfanne willst du haben? Die kleine oder die... Oh, die große. Die sieht aus wie seine. Er benutzt, warte, 2 solche flachen Kellen. Ja, er benutzt gar nicht so viel. Stimmt eigentlich, ne? Aber wir können ja mal so ein bisschen, wir können ja auch einfach reinkippen, ne? Boah, wenn der Moment kommt, Alter, das wird viel zu heftig. Muss aber du machen. Ich bin bei so Pressure Situations, da verkacke ich einfach safe. Vor allem also ich raste dich da immer richtig aus, wenn...
Wenn ich mich so aufs Essen freue und es dann so verkacke. Ey, nimm's. So der traurigste Moment. Und dreht einfach nur noch das. Ey, das wird nicht funktionieren. Wir werden es einfach reißen. Meinst du? Ich glaube, wir werden es einfach zerreißen, das Omelette. Nee, guck mal. Zack, machst so. Du machst nämlich so. Also du machst jetzt den Stäbchen-Move gleich. Ja. Schiebst es dann zusammen, drehst es dann leicht und ich dreh schon die Pfanne so ein bisschen mit. Aber das muss richtig. Teamwork makes the dream. Oh Gott, oh Gott. Ist halt so sämig. Das ist nicht so schön püriert. Das muss fein püriert sein eigentlich. Ja, man muss es noch mehr pürieren. Man muss noch mehr pürieren. 6,5 Stunden später. Ja, die Tomatensauce ist fast fertig. Wir müssen uns jetzt an das Omelette trauen. Oh mein Gott. Ich versuche jetzt einfach mal dieses scheiß Omelette zu machen. Wir kriegen das hin. If we're trying, so we're breaking free. Nee, den ersten musst du machen. Ich? Doch. You know the world can see. Leute, ich kann das definitiv, ich werde das 100% verkacken. Doch, du musst den erst machen, weil es war deine Idee. Ich krieg da dann so zittrige Hände. Oh. Du hast es entdeckt. Okay, Blut. Tomatensauce. Ja, das ist ja auch gekratzt. Ich muss mal kurz in den Spiegel gucken. Oh, das ist nur ein Kratzer. Nein, das reicht. Ich hatte auch nicht so viel gehabt. Ja. Oder? Ja, komm mal, wir machen es noch mal ein bisschen mehr, weil wir sicher gehen wollen, dass es nicht zerreißt. Heißt du genug Hass? So, jetzt musst du es machen. Ich kann das nicht, echt? Doch, doch. Okay, let's go, Alter, let's go. Ja, perfekt. Perfekt, das sieht super aus. Wir haben es zu früh reingemacht. Die Hitze ist noch nicht da. Scheiße. Erster Fehler. Ja, ja. Ja, ja, warte. Oh, das ist reingebracht. Nein! Ja, Leute, das war das Tornado Twirl Ei. Wie Sie sehen können, sieht aus wie ein leckerer Kaiserschmarrn. Okay, den nächsten musst du machen. Okay. Creme-Fin! Sag dir, daran liegt das Geheimnis. Die richtige Temperatur einfach zu erwischen bei dem ganzen Ding. Du schaffst es. Das ist zärtlich. Tornado-Omelette! Ich will aber, dass das Fett so drunter auch. Was machst du denn? Sorry. Oh mein Gott, sie hat es. Sie hat es. Schafft ihr es? Fast. Muss ich hier? Ha! Ha! Oh, es sah so gut aus. Für einen Moment sah es so gut aus. Hier nochmal. Ah, warum reißt denn das die ganze Zeit? Das ist die ich zersteche mein Omelette-Variante. Dann bereiten wir jetzt eins nochmal vor und dann letzter Versuch. Ja. So, wir haben diesmal eine Mischung mit zwei Eiern. Das ist heiß. Die ist einfach schon fast angefangen zu brennen, ey. Also wir haben, wie gesagt, hier zwei Eier. Und vielleicht lag es bei uns an der Pfanne, weil wenn man es nach innen gezogen hat, hat es noch funktioniert. Nur innen hat es einfach gebappt. Es wollte es nicht loslassen. Deswegen benutzen wir jetzt mal einen Topf. Timo ist gegen diese Idee, aber wie immer sind wir zwei verschiedener Meinungen und Vanessa setzt sich durch. So, dieser Topf hat eine richtig gute Beschichtung, deswegen habe ich das Gefühl, doch, wir kommen jetzt unserem Traum näher. Okay, Butter rein. You got one chance. Jetzt oder nie, ne? Oh mein Gott. Wow. I believe in you. Go, Vanessa. Go, Vanessa. Oh Lord. Und drehen. Das ist komplett festgeknüllt. So, Tornado, ich sag mal so, Tornado-Omelette war gestern. Das ist Gewitter-Omelette. Das ist... Das ist Lawinen-Omelette, was du da machst. Ja, das nennt sich das Lawinen-Omelette. Wow. Warte. Die Soße ist einfach keine Soße, das ist... Oh Lord. Okay. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Ey, davon habe ich die ganze Zeit geträumt. Das ist, ja wirklich, das ist genau das. Wow! Es sieht gar nicht so. Ja, es ist halt kein Tornado, ne? Und nun stellen wir uns natürlich wieder der allerwichtigsten Frage. Wie schmeckt das Tornado? /Lawinen-Omelette vom Korean Street Food Market. Ich glaube, es wird richtig lecker sein. Okay. Okay. Mhm.
Geil. Okay. We're breaking free. Das ist schon richtig lecker. Optisch muss man schon sagen. Es ist kein Tonado. Haben wir nicht aufgetrunken, aber vom Geschmack her, war richtig gut. Der Geschmack ist schon. Geht halt voll gut aus. Vor allem so das cremige Ei und dieser würzige Reis und diese süße, saure Tomate. Voll geil. Ja, krass, ey. Aber da sieht man wieder so, diese einfachen Dinge sind halt irgendwie doch voll schwer. Ja. Ich finde, es sah so super easy aus irgendwie. Achso, und das andere Rührei, das werden wir jetzt natürlich in den Kühlschrank stellen und aufessen. Ne? Jetzt nicht sagen, oh, ihr habt so viele Eier verschwendet. Nein, die werden aufgegessen. Die sind eigentlich schon fast aufgegessen. Die werden sehr auf, ja. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Mhm. Folgt mir auf Twitch, denn da spielen wir auch ab und zu mal. Stimmt. Zusammen. Also wenn ihr mehr von uns sehen wollt, Twitch ist die Seite. Bye bye. Du hörst auch einmal mit aus. Boing, boing. Schmeckt so gut, was soll ich machen? Ich habe auch voll Hunger. Es schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ciao, ciao. Das ist sehr simpel. Tschüss, 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 tschüss. Na komm, nimm den Teller mit. Als ob man die du da stehen lässt. Ja, genau. Bye.